Der ehemalige französische Starstürmer Thierry Henry ist bei der belgischen Nationalmannschaft zum ersten Assistenten befördert worden. Wir freuen uns, dass Thierry Henry beschlossen hat, weiterzumachen und im Team zu bleiben. Er wird nun Vollzeit für uns arbeiten, sagte Nationaltrainer Roberto Martinez am Freitag. Henry war bei der Weltmeisterschaft in Russland als Assistent mit dem Status T3 bei dem WM-Dritten tätig. Von nun an ist er als T2 beschäftigt. Thierry Henry sagte Girondins Bordeaux, aber am Dienstag hatte der Weltmeister von 1998 dem Erstligisten Girondins Bordeaux eine Absage erteilt. Laut L'Équipe vermisste Henry angeblich fehlende Garantien von Seiten des US-Konsortiums General American Capital Partners GACP, das voraussichtlich Ende September vom Medienunternehmen M6 die Mehrheitsanteile am Club Girondins übernehmen wird. Bei den Red Devils übernimmt der 41-Jährige das Amt vom Engländer Graeme Jones, der zum Trainerstab von West Bromwich Albion in die Premier League wechselte.